Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu Counter-Strike mit mir, dem Interfox. Schön, dass ihr da seid. Let's Play Counter-Strike ist es übrigens. Wir holen uns erstmal ein paar Belohnungen ab. Ja, ich habe lange nichts mehr gemacht. Es tut mir leid. Gehen wir nun auf die Weltkarte. Wir haben ja eine Belohnung abgeschlossen. Ein Raid. Was ist das denn? Ich weiß auch nicht, was alles ist. CSE-Stufe gestiegen. Wir starten einen Unterwerfungseinsatz. Das sind die Informationen über das Ziel. Bitte nutze sie für den Einsatz. Britta Donnerschlag. Nein, Britta. Vorbereitung für den Angriff. Ja, würde ich sagen. Wir werden mit voller Wucht angreifen. Okay, wir nehmen unser stärkstes Schiff und werden dann die werden mit den stärksten anfangen, die wir so haben. Ja, wir haben bestimmt hier noch. Aber wir haben hier keine Level 1 mehr, aber 3 Sterne habe ich hier noch ein paar. Gina Kruppel, alles klar, Counter-Scharfschütze. Dann werden wir ihr mal. Das muss fürs Erste reichen. Und fürs Erste muss das reichen, denke ich. Gut, die kriegt jetzt leider nichts. Das ist schade. Ja gut, egal Leute, wir sind bereit. Wir werden wir greifen. Als Boss werden wir werden nun angreifen. Mal gucken, ob wir wie viel und ob wir Schaden anrichten können. Ich weiß nicht ganz genau. Ich bin jetzt auf diesen Raid nicht vorbereitet. Aber gut, meine Leute, ich werde jetzt mal der Reihe nach mal meine Truppen schicken. Ich habe ja gute Truppen eigentlich. Und mein Yamata no Orochi wird sich bestimmt schon ein bisschen Schaden macht die safe. Ich meine, das ist ein overpoweredes Beast. Ja, und ich weiß, ich habe jetzt die letzten vier Wochen, kein Counter-Strike mehr gebracht. Es tut mir leid, ich war mit StumbleGuys und mit anderen Videos beschäftigt. Auch Reactions kann ich irgendwie momentan nicht. Okay, alles klar, Leute. Ich gebe ihm! Alter, die ist einfach jetzt schon tot. So schnell kann ich gar nicht Truppen nachschicken. Ja Gott, wir geben ihr ein bisschen mal. Sie hat einfach 3 Millionen Schaden. Das ist einfach echt unmöglich, finde ich. Ein mobiler Verteidigungsturm. Den halte ich für eine gute Idee.
Ich meine, wir kommen eh nicht weit. Okay, gut, 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 dann. Okay, wir müssen jetzt hier 4. Ich würde jetzt gerne einen Angriff starten. Ich habe noch eine Minute Zeit. Also werde ich gut mit einem großen Angriff starten. Ich habe einfach gar kaum Schaden gemacht. Ah, okay, das sind die letzten also. Die ist einfach instant tot. Ich habe verloren. Einmal Level 37 habe ich noch. Ich habe keine Truppen mehr. Warte. Das Ding ist ja auch übelst overpowered, Alter. Ich habe 45.000 Schaden gemacht. Das ist nichts. Obwohl doch, das ist das, was ich normalerweise auch mache um den Dreh, aber... Alter! Ich habe einfach 2% Schaden gemacht. 2%! Ist ja ätzend. Okay, gut, aber ich wollte euch das auch einmal zeigen. Zweigstelle Erfahrung. Sehr schön. Machen wir mal eine Büroarbeit. So. So, damit haben wir das gemacht jetzt hier easy. So, gut, da wir das jetzt erledigt haben, würde ich sagen, machen wir mal direkt jetzt hier, gehen wir ins Rekrutieren rein. Und kann eine Rekrutierung auf Abruf machen. Mal gucken, ob da was Gutes bei rauskommt. Nee. Oh. Lecker. Muss man ja sagen. Dann würde ich sagen, gönnen wir uns nochmal. Gönnen wir unser Glück und probieren es einmal. Naja, ich ist halt, so. Dann würde ich sagen, let's go. Gehen wir mal in die nächste Mission rein. In die nächste Operation. Den wir erstmal muss ich hier so viel abschließen, ne? Oh mein Gott. Okay, gut. Ab in die Operation. Wir gehen in die Mainstream zur Story rein, ne? Unsere Mainstream Story. Werden noch die anderen Stories werden wir auch alle machen. Akt 2 müssen wir uns jetzt angucken, das Zwischenspiel. Gucken wir uns die Handlung mal an. Ihr wisst ja, ich lese wieder. Komm ein bisschen näher, Mina. Mach schon.
Aber ich stehe wirklich nicht auf so etwas. Siehst du, Schwesterchen, Mina hat gesagt, sie mag es auch nicht. Sei nicht so ein Angsthase. Kein Wunder, dass du keine Mädchen abkriegst. Halte einfach die Klappe und tu, was ich sage. Verstanden? Also, Mina, stell dich da hin und schau in die Kamera. Warum ist im Hintergrund ein Herz zu sehen? Kümmere dich nicht um die Details. Okay, los geht's, sag Tschüss. Ach, süß. Oh, das ist ein schönes Foto. Was meinst du, Mina? Ihr seht toll aus zusammen, findest du nicht auch? Komm schon, Schwesterchen. Ach, ich weiß nicht. Nagen sieht auf dem Foto neben mir etwas klein aus. Ich fasse es nicht. Ich habe es mit meinen Angsthasen einer Zicke zu tun. Tut mir leid, kleiner Bruder. Ich glaube nicht, dass du bei der hier je eine Chance haben wirst. Jetzt hör auf mit dem Quatsch und lass uns gehen, sonst kommen wir zu spät zur Schule. Hast du deinen Test wirklich derart vergeigt, dass du am Wochenende zum Nachhilfeunterricht musst? Du belegst doch nicht mal studienvorbereitende Kurse. Nun, es liegt daran, dass. Ach, was soll's. Was kann ich dafür, wenn der Mathelehrer alle, die unterm Klassendurchschnitt liegen, zum Nachhilfeunterricht nötigt? Du wirst es nach der Schule da draußen nicht weit bringen. Nicht mit deinem Gehirn. Im Ernst, ich mache mir mal Sorgen, manchmal Sorgen um dich. Warum kommst du überhaupt mit? Nur um mich zu nerven? Ich dachte, Streber wie du müssen keine Nachhilfekurse belegen. Nun, es liegt daran, dass. Heutzutage ist es für Mädchen gefährlich, allein rumzulaufen. Und dann ist das ja doch die Ver ist dann ja doch. Boah! Und dann ist ja noch die Verderbniskatastrophe. Also sollte dich ein Mann begleiten. Ach, du machst dir also Sorgen um deine große Schwester? Nein, schließlich bist du gefährlicher als jedes Monster da draußen. Was hast du gesagt, du Depp? Benimm dich wie ein Gentleman, dann klappt es gleich nochmal mit der Romantik. Mina, ich denke, wir sollten diesem ungehobelten Jungen eine Lektion erteilen, wie die wahre Welt funktioniert. Was hältst du davon, wenn mein kleiner Bruder dir die Ehre erweist, dich zu begleiten? Ich weiß es zu schätzen, aber ich habe eher das Gefühl, dass er derjenige ist, der hier beschützt werden sollte. Aber du kannst dich als Macho aufspielen, so viel du willst, aber das ist die Realität, Kleiner. Naja, ich denke, in ein paar Jahren wird er schon zu einem großen, starken, zuverlässigen Mann heranwachsen. Dann werde ich auf dich zählen. Wirklich? Du meinst, ich habe eine Chance, wenn ich älter bin? Das darfst du dann aber nicht zurücknehmen. Vielleicht solltest du es nicht ganz so ernst nehmen. Ach, ich hatte ganz vergessen, dass du auf selbstbewusste Männer stehst, Nina. Beachtet mich einfach nicht. Vergesst mich und lebt ohne mich euer Happy End. Hör auf damit, okay? Tut mir leid. Bitte tu mir nicht weh. Moment mal. Was ist das? Was? Ich habe diese Uhr noch nie gesehen. Ich dachte, du trägst keine Uhren. Ach, die ist. Mina, sie ist doch kein Geschenk von Doa, oder? Oh, wenn er auch scharf auf dich ist, hat mein armer kleiner Bruder keine Chance. Da musst du dich schon richtig ins Zeug legen, Najin. Ach komm jetzt, hör auf mich zu ärgern. Nein, ist sie nicht. Meine Schwester hat sie mir heute Morgen geschenkt. Ich glaube, sie hat sie früher getragen. Aber sie bat mich, sie heute zu tragen. Egal, was passiert. Wirklich? Ist das alles? Gott sei Dank. Deine Schwester? Wirklich? Ich hätte nie gedacht, dass ein Snob wie deine Schwester jemandem ein Geschenk machen würde. Meine Schwester ist kein Snob. Findest du? Sie hat so ziemlich jeden Typen in der Stadt abblitzen lassen. Ich wette, Najin baggert dich nur an, weil er weiß, dass er bei deiner Schwester keine Chance hat. Hör auf damit, du Monster! Mina ist mein Ein und Alles. Könnt ihr beide bitte aufhören, so etwas über die ganze Straße zu brüllen? Es ist mir peinlich. Auf jeden Fall muss es eine schicke Uhr sein, wenn sie von deiner Schwester kommt. Zeig mal her. Woher kommt sie? Aus der Schweiz? Italien? Deutschland! Oh, entschuldige. Falsch. Ich glaube, das war gerade die falsche Szene. Ich glaube, so eine Uhr ist das nicht. Es gibt kein Markenlogo.
Sie ist irgendwie seltsam. Die Zeit scheint nicht zu stimmen. Naja, Leute, eine kaputte Uhr ist auch zweimal am Tag richtig. Aber sie scheint auch nicht kaputt zu sein. Ich weiß nicht, was mit ihr los ist. Ich denke, ich werde meine Schwester später fragen. Schön. Okay, alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, das war jetzt ja schon wieder Prolog. Gehen wir in die 2.1. Die Coffin Company verlor den Replacer-Kommandanten durch das plötzliche Eingreifen einer dritten Partei. Es herrscht eine beunruhigende Atmosphäre, in der sie nun eine Entscheidung treffen müssen. Na, dann würde ich sagen, gehen wir los und machen uns jetzt an diese Story dran. Okay, perfekt, passt. Let's go, gehen wir rein. 21.53 Uhr. Lockdown Stadt Nummer 3. Verlorenes Schiff. Fendire Trupp, Altrupp, Sicherung des Zielgebiets. CSE Stufe 1. Oh, bist du wach, Mina? Sheehan. Bist du in Ordnung? Du hast einen ziemlich schweren Schock erlitten. Überanstrengend dich nicht. Ich habe Kopfschmerzen. Was ist mit dir? Geht es dir gut? Ich habe gesehen, wie du mit dieser komischen Frau gekämpft hast. Aber an viel mehr kann ich mich nicht erinnern. Mir geht es prima, wie du siehst. Zumindest würde ich das gern behaupten können. Aber ich habe diesmal richtig auf die Mütze gekriegt. In der Administrationsdatenbank konnten wir sie nicht finden. Wer hätte gedacht, dass jemand so stark ist, einfach aus dem Nichts auftauchen kann? Wann fahren wir los? Ich muss Nere retten. Warum schaust du mich so an? Die werden sie doch nicht so zurücklassen, oder? Natürlich nicht. Ich glaube, die Meisterin und die Vizevorsitzende besprechen die Angelegenheit gerade. Aber die Mission hat im Moment Vorrang. Wir werden nur zuerst den Rest der COS hier erledigen müssen. Oh, gut. Verstehe. Alles klar. Ich hoffe, sie treffen schnell eine Entscheidung. Sag mal, darf ich dir eine Frage stellen? Welche? Wie genau ist deine Beziehung zu Replacer Bishop? Du sagtest, sie sei deine Freundin. Was bedeutet, dass du sie von früher kennst? Sie ist nicht Replacer Bishop. Sie ist Shireen Nere. Shin Nere, entschuldige. Meine Freundin, Shin Nere. Wir waren Klassenkameraden in der Highschool, als es eine Verderbniskatastrophe in unserer Nachbarschaft gab. Und ich dachte, sie wäre damals umgekommen. Eine Verderbniskatastrophe, sagst du? Ah, das muss es sein. Chaos in der Stadt. Verderbniskatastrophe in der Innenstadt. Bevölkerung in Panik. Es wird vermutet, dass die Verderbniskatastrophe an einer städtischen Highschool erfolgte, da die CSE-Stufe im Umkreis von 3 Kilometern um den Katastrophenherd in die Höhe schnellte. Hat die Administration 3 Taskforce-Unternehmen zur Eindämmung der Situation entsandt. Trotz der raschen Reaktion hat die beispielslose Geschwindigkeit des Counterside-Effekts bereits viele Opfer gefordert. Schüler und andere Zivilisten wurden von den Counterside-Objekten ergriffen, bevor sie entkommen konnten. Ich sehe ihren Namen auf der Liste der Opfer. Shin Nere. Auch ihre Eltern und ihr Bruder wurden an diesem Tag getötet. Leider, es war der Tag, an dem der Nachhilfekurs stattfand. Ich habe keine Ahnung, wie Nere noch am Leben sein kann. Vielleicht haben die Replacer sie gerettet und Experimente an ihr durchgeführt. Ich meine, der Artikel klingt sehr nach dem, was du letztes Mal erlebt hast. Mag sein.
Du musst eine gute Schülerin gewesen sein. Wie kommst du denn darauf? Naja, du wärst in die Verderbniskatastrophe hineingezogen worden, wenn du an jedem Tag beim Nachhilfekurs gewesen wärst. Da die Schule der Katastrophen etwa, müssen die Leute, die auf dem Campus waren, getötet worden sein, aber du lebst noch. Apropos, wann genau hast du deine Counterkräfte erhalten? Naja. Achtung, alle Einheiten, hier die Einsatzabteilung. Derzeit gibt es Anzeichen, dass die verbleibenden COS in der Umgebung versuchen, ein neues Cluster zu bilden. Die Führung hat beschlossen, die zweite Angriffswelle der COS präventiv zu neutralisieren. Alle Einsatzkräfte, die sich in Bereitschaft befinden, müssen auf Anweisung ihres befehlshabenden Offiziers den Feind angreifen. Sorry, ich glaube, wir müssen später weiterreden. Wir sehen uns da draußen. Himmel. Sich dumm zu stellen ist wohl schwieriger, als ich dachte. Oh Mann. Let's go. Wir dürfen jetzt kämpfen und dieses Mal habe ich Yamatane Orochi schon an die richtige Stelle gepackt, dass sie auch von vornherein die Counters halt Objekte komplett wegäumeln kann. Und man sieht, es funktioniert äußerst effizient. Ja, gut, das Gewinn ist easy. Okay, geil. Sind wirklich alle da. Perfekt, Leute. Wunderbar, das läuft doch gut. Gute Arbeit, Meisterin. Wir können alles aufarbeiten, wenn wir wieder im Hauptquartier sind. Vorerst werde ich den Altrup damit beauftragen, sich um das verlorene Schiff zu kümmern, das wir sichergestellt haben. Sylvia wird bald ihre Agenten aus den Staaten mitbringen, um es abzunehmen. Um es uns abzunehmen, wir brauchen also nicht... Wie lange willst du dich noch ahnungslos stellen? Na, Yubin ist am Leben. Du hast nicht ein einziges Mal erwähnt, dass er nach all der Zeit noch am Leben ist. Was wolltest du verbergen? Und was führt er im Schilde? Das ist doch absurd! Das gleiche könnte ich auch sagen. Was? Du hast in all den Jahren nie nach Na-Yubin gefragt. Kein einziges Mal. Was glaubst du, wie ich es geschafft habe, aus der Hölle rauszukommen? Ich habe an jedem Tag sogar ein Auge verloren. Unsere Verteidigungslinie war völlig zusammengebrochen und da war ein hochrangiges CEO, von dem wir noch nie gehört hatten. Doch trotz aller Widrigkeiten gelang es einigen von uns zu überleben. Hast du dich je gefragt, wie das möglich war? Naja, ich gebe nicht nach all den Jahren nicht dir die Schuld. Ich schaffte es, lebend dort rauszukommen. Und nach deiner Rückkehr beschloss ich, nie wieder an diesen Ort zu denken. Aber so oder so, es steht dir nicht zu, so mit Na-Yubin zu sprechen. Ohne ihn wären wir an jedem Tag alle draufgegangen. Aber, na gut, egal, das erklärt nicht, warum er Replacer Bishop entführt. Was ist da die Vorgeschichte? Keine Ahnung. Mir hat niemand gesagt, was er seit dem Tag, an dem er mich in die Klinik schob, getan hat. In den ersten Jahren blieben wir noch in Kontakt, aber dann verloren wir uns völlig aus den Augen. Das ist alles? Naja, wenn ich ehrlich bin. Er machte mir ein Angebot, als ich mich vollständig erholt hatte.
Er bat mich, mich ihm anzuschließen. Wie dumm von mir. Ich hatte keine Ahnung. Und warum bist du ihm nicht gefolgt? Ich meine, du wärst doch besser mit jemandem dran, der dein Leben gerettet hat, als mit einer Verräterin wie mir. Sagen wir einfach, er hätte sich bei deinem Vorschlag ein wenig mehr Mühe geben können. Er war nie sehr gut darin, Atmosphäre zu gestalten, vor allem bei schwierigen Fragen. Verstehe. Dann werde ich ihn wohl selbst fragen müssen. Im Ernst? Das ist doch ganz offensichtlich eine Falle. Außerdem war es unsere Mission, das verlorene Schiff zu sichern und an den Auftraggeber zu liefern. Wir haben keinen Anlass, einen Feind wie Replacer Bishop zu retten. Es sei denn, du tust es wieder für dieses Mädchen. Nein! Wie oft muss ich mich noch wiederholen? Ich habe dir doch gesagt, dass der Frischling nichts damit zu tun hat. Es gibt einen anderen Grund, warum ich zu ihm gehen muss. Denn wenn er mir immer noch die Schuld für das gibt, was damals geschah. Dann ist es meine Pflicht, ihm anzuhören. Easy, Leute. Ich würde sagen, wir gehen direkt in die nächste Operation. Und zwar in die 2.2. Die Leute sagen, dass die Hölle eine feurige Grube sei oder so etwas in der Art. Aber das stimmt nicht. Da war nichts in der Hölle. Nichts, nada, gar nichts. Ich schwöre, obwohl ich vom Eingang weggelaufen bin. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir direkt. Okay, das sind unsere Gegner. Los geht's. Geht es dir gut? Die Tasse ist zerbrochen. Hast du dich verletzt? Könnte es sein, die Tasse ist von selbst zerbrochen? Ist das ein irgendein unheimvolles Omen? Ein Zeichen für etwas Schreckliches, das bevorsteht? Rede keinen Quatsch. Es bedeutet nur, dass die Tasse defekt war. Du dachtest, es wäre eine Art Omen. Wie abergläubisch von dir. Das ist doch lächerlich, Lena. Pass auf, dass du nicht bei irgendeinem Kult landest. Bis bald. Hey du, komm. Ist das dein Ernst? Du willst mich nur veräppeln. Bleib sofort stehen, hey! Also, wohin geht die Reise? Das ist eine schon fast philosophische Frage. Aber ich will versuchen, dir eine buchstäbliche Antwort zu geben. Ich würde sagen, dass wir uns auf einem prekären Flug zwischen den Dimensionsschichten der Counterzeit befinden. Ich habe das Gefühl, als würde Ungeziefer aus meinem Körper herumkrabbeln. Warum habe ich so ein unheilvolles Gefühl? Ich würde dir gern sagen, dass du dir das alles nur einbildest. Aber du hast recht. Dieser Ort ist auch mir unheimlich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Administration das Tauchen in diesem Gebiet verboten hat. Woher weiß die Meisterin überhaupt von so einem Ort? Macht euch bereit, Leute. Wir sind fast da. Ist das wirklich in Ordnung? Wir sind weit entfernt von Gegenden, die von der Administration genehmigt sind. Schlimmer noch, wir befinden uns in einem Sperrgebiet. Wir könnten ernsthafte Probleme bekommen, wenn das bekannt wird. Man könnte sogar die Taskforce-Lizenz entziehen. Ich werde doch nicht schon vor Ablauf meiner Probezeit wieder arbeitslos, oder? Mach dir keine Sorgen. Wir haben uns der Sperrzone über Übergangskoordinaten von außerhalb genähert. Niemand wird davon erfahren. Außerdem gibt es nichts Besonderes an Sperrzonen. Auch Plünderer und Piraten kommen manchmal hierher, wenn auch nur selten. Verstanden, abtauchen. Einfach alles kaputt hier, was ist das denn? Ist das da hinten der Stark Tower? Hey, Kommandantin, hat dieser Spinner wirklich Nerea hierher gebracht? Warum? Hast du Angst, wir könnten die falsche Adresse haben, Frischling? Nein, so ist es nicht. Ich finde es nur merkwürdig, dass er sich an einem Ort wie diesem treffen will. Und was meinte er mit gebrochenem Versprechen? Hegt er Groll gegen dich oder so? Das ist etwas Persönliches und geht dich nichts an. Und vor allem, vergiss nicht, dass du und ich hier eindeutig unterschiedliche Ziele verfolgen. Ich kümmere mich um ihn, du um Replacer Bishop. Jeder von uns hat seine eigene Sache zu regeln.
Wenn du deine Freundin retten willst, dann konzentriere dich darauf, anstatt deine Nase in andere Angelegenheiten zu stecken. Alles klar. Ich scanne das Gebiet nach Anomalien. Nichts Besonderes zu berichten. Verderbniswelle stabil, Quantenebene stabil. Es ist zu still. Es ist irgendwie, als ob diese Welt gestorben wäre. Ich frage mich, was hier passiert ist, Meisterin. Wo zum Teufel ist dieser Mistkerl? Wir müssen ihn schnell finden. Vibration auf der Dimensionsoberfläche entdeckt. Eine hochgradige Verderbniswellenreaktion. COS dringen durch den Phasenraum in die aktuelle Dimension ein. Mehrere einzigartige Typen entdeckt. Für eine Willkommensparty kommt mir das ziemlich übertrieben vor. Brücke, Anflug vorbereiten. Ausstieg über die Rampentür. Auf geht's, Fenrir-Trupp. Macht euch bereit. Okay, ihr habt's gehört. Und wenn ihr keine weiteren Folgen von Let's Play Counter-Strike halt verpassen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, favorisiert, liked und kommentiert. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, verpasst ihr in Zukunft auch nichts. So, wir gönnen uns jetzt... Oh Gott, dieses dicke Vieh kommt immer näher. Okay, okay, gut. Ich gebe euch ein paar unterstützende Einheiten und dann klappt das schon. Ja, wir kommen da easy durch. Das war ja wirklich easy. Gewonnen! Die Luft ist ganz klebrig. Spürst du das auch? Shion, alles in Ordnung? Du sagst kein Wort und du wirkst abwesend. Shion! Oh, Mina, hast du mich gerufen? Die COS werden dich erwischen, wenn du weiter so wegdöst. Machst du dir jetzt Sorgen um mich? Naja, nicht wirklich. Was geht dir im Kopf rum? Ich habe versucht zu erraten, was das hier für ein Ort ist. Das hier? Soll es ein besonderer Ort sein? Ich meine, es ist unheimlich hier. Aber mir fällt sonst nichts Außergewöhnliches auf. Auf den ersten Blick sieht es so aus. Aber schau mal. Was ist das? Unter all dem Sand und Staub ist es schwer zu erkennen. Aber das ist Anti-Verderbniskampfausrüstung. Das hier ist ein Gewehr und das ist ein Schutzanzug. Das Zeug scheint hier schon lange verlassen zu liegen. Es ist zu beschädigt, um es mit Sicherheit bestimmen zu können. Aber es stammt offenbar aus der Zeit der alten Administration. Ausrüstung der alten Administration? Du hast davon gehört, oder? Ja. Diese Technologie war ihrer Zeit weit voraus. So antiquiert ist sie heute auch erscheinen mag. Es ist definitiv nicht normal, so viele dieser Artefakte an einem Ort zu sehen. Wovon redest du? Der schieren Anzahl nach zu urteilen, muss hier eine große Schlacht stattgefunden haben. Wenn meine Vermutung richtig ist, war das hier wahrscheinlich der Ort, an dem... Du bist also endlich gekommen, Mina. Und du ebenfalls, Meisterin. Ja, was hat Na Yubin vor? Das werden wir wohl noch rausfinden. Oh, wieder ordentlich was bekommen. Oh, ich wollte jetzt bin ich schon in die nächste gegangen. Das wollte ich nicht. Nein, da machen wir nämlich beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute, macht's gut. Haut rein und tschüss.